So, einen wunderschönen guten Abend, nicht Nachmittag, jetzt hätte ich fast guten Nachmittag gesagt. Einen wunderschönen guten Abend jetzt hier zum Live-Event Trading Dow Jones zur FED-Sitzung, die da in quasi jetzt 11 Minuten fast oder gleich in 10 Minuten stattfinden wird. Der Andreas kommt jetzt auch gerade rein hier in den Trading Room beziehungsweise in das Webinar und ich werde ihn auch gleich relativ zügig hinzuschalten. Ich möchte nur ganz kurz mal den Risikohinweis einblenden. Lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass er natürlich mit Stops arbeitet, dass er die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was wir hier sagen, an Setups formulieren und gegebenenfalls vortraden, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker JFD habt, dann wie gewohnt und auf der Website von jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. So, und dann werde ich mal direkt den Andreas hinzuschalten vom Ton. Das geht mal wieder nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie wir es jetzt letztes Mal immer gemacht haben, aber ich mache dich mal, mein lieber Andreas, kurz zum Moderator und dann auch zum Organisator. Und dann kannst du das vielleicht gern selbst machen. So. Organisator annehmen. Und da war er gerade kurz. Jetzt ist er wieder weg. Klick nochmal drauf. Ich bin da. Jetzt. Jetzt bist du da. Perfekto. Hallöchen, na, wie sieht's Na? aus? Alles bestens. Ich hoffe bei dir auch. Ja, muss ja. Also so viel Action wird ja gar nicht erwartet jetzt hier, Nee, zumindest das von der ist. Zinsseite. Ja. Richtig, richtig. Eigentlich wird gar nichts erwartet. Ne? Na, von uns wird aber viel erwartet. Also wir führen ja hier Ja. schön den Abend. Aber wir müssen oder wir wollen natürlich eben auch natürlich das Ganze ja über die Pressekonferenz noch abhalten, die da ja um 20:30 Uhr stattfindet. Vielleicht gibt es ja da etwas zu sagen oder auszuwerten, was vielleicht zu Bewegung führt. Auf jeden Fall war ja die Volatilität in den letzten Tagen jetzt nicht sonderlich groß, was Das manchmal stimmt. ja Also auch da, darauf vor hinweist. allem die Schlusskurse, die waren ja im DAX quasi auf einer Linie, wenn man Ja, sich das seit fast. letzter Woche Genau. Freitag anschaut. Wahnsinn. Richtig, richtig. Also das ist wirklich Seitwärtsbewegung wie im Lehrbuch quasi. Und Ja. oft ist es so, dass dann eben der Markt irgendeinen Anstoß benötigt. Und das ist vielleicht so eine Zinsentscheidung, vielleicht ist es das Bruttoinlandsprodukt, was da morgen kommt. Irgendwas ist es meistens, was so ein bisschen den Anstoß gibt. Und dann gibt es halt wieder einen Trend. Mal gucken. Ja, wenn ich leg mal los, du hast ja hier schon eine Zinsgrafik eingeblendet. Ja, genau, da wollte ich noch einmal darauf hinweisen, was nämlich hier uns letzten Endes erwartet oder nicht erwartet. Also die Zinsen, die sind ja seit den 5.3.2020 hier auf diesem niedrigen Niveau von Null. Und der Jerome Powell hat immer wieder gesagt, dass er sich das nicht vorstellen kann, dass die Zinsen ins Negative gehen. Also sprich, Negativzinsen bedeutet ja, dass wenn man bei einer Bank Geld hortet. In dem Sinne ist es ja die Notenbank und da müssen die Banken quasi ihre Einlagen hinterlegen. Also das ist genauso wie mit in Deutschland Sparkassen, Volksbanken und so weiter. Die haben die sogenannte Mindestreserve und das ist der Satz, der nicht auf den eigenen Büchern lasten soll, sondern wenn man alle Sparbücher, alle Sichteinlagen, alle Konten zusammennimmt, so hat eine Bank quasi in ihrer Bilanz eine bestimmte Bilanzsumme, logischerweise, aber sie dürfen nur immer bei sich das Geld virtuell parken in einen bestimmten Bruchteil der Bilanzsumme. Und der Rest muss bei der EZB liegen oder in Amerika eben bei der US-Notenbank FED. Und darauf, auf diese Mindestreserve, gibt es dann, wenn es einen Negativzins gibt, auch Strafzinsen. Und das ist in Deutschland schon gang und gäbe bei der EZB, dass man hier auch Strafzinsen zahlt und in Amerika oder in Schweden ist ja noch schlimmer, minus 0,5% oder Schweiz auch Negativzins und in Amerika möchte eben der Jerome Powell das vermeiden, weil nämlich diese Inflation oder das Geld wird vom Kaufwert ja weniger, es wird einmal durch die Inflation weniger und dann natürlich auch durch die Negativzinsen, das möchte er dem Volk ersparen, um das mal so zu sagen. Und deswegen klar, glaube ich nicht, dass da viel nach unten passiert, also gar nichts passiert, um es mal deutlich zu sagen. Und hier wir auf die Pressekonferenz warten sollten, 20:30 Uhr, wo dann ein bisschen mehr geschieht. Hast du eine andere Meinung dazu? Nee, ich sehe das genauso. Also von daher,
Ich erwarte auch von dem heutigen Tag, ehrlich gesagt, nicht mal, mich nicht mal zur Zins, na, zur Pressekonferenz irgendwas, sondern ich denke, dass ich daher zum Wochenende, also zum Wochenende, nicht in dem Sinne zum Samstag, Sonntag, sondern zum Donnerstag, Freitag, wo da ja nochmal so ein paar Wirtschaftskennzahlen anliegen, dass das gegebenenfalls wichtiger ist. Und ja, schauen wir mal. Genau. Wir können ja vielleicht auch nochmal auf den Jerome Powell ein bisschen eingehen. Vor allem, woher der Name Jerome kommt, das wissen ja viele nicht. Eine Ableitung des griechischen Namens Hieronymus. Und vielleicht ist das ja bekannt. Also das ist nämlich eine Kreuzung aus heilig und heiliger Name, der Mann mit dem heiligen Namen letzten Endes, wenn man das mal so frei übersetzen darf. Und ja, deswegen passiert hier Jerome. Es gibt Jerome Bonaparte zum Beispiel, ja, den gab es. Das ist der jüngere Bruder von Napoleon Bonaparte. Ja, der hatte auch diesen Namen. Oder Jerome Boateng ist in Deutschland bekannt, der Fußballspieler mit den ghanaischen Wurzeln. Ja, also den Namen gibt es durchaus selten, aber er hat eben eine Überlieferung aus dem alten Griechischen. Ja, und vielleicht weckt er dann quasi die Götter und hat die richtigen Worte gefunden, denn als er Notenbankchef geworden ist, der Jerome Powell, da wurde ihm ja kein gutes Testat gegeben. Also die ersten Sitzungen waren ja schlecht. Kann man ihm wirklich nur ein Ungenügend geben für die Pressekonferenzen. Und da hat selbst der Präsident der Vereinigten Staaten, der Donald Trump, der ja sonst nie sich zu Wort meldet bei solchen Sachen, ja, hat da getwittert, dass das eine Schande fürs Land wäre und dass man hier vielleicht jemand anderen ins Amt berufen sollte. Was aber rein rechtlich gar nicht Notenbank ist unabhängig und sie ist ja verschiedenen Zielen hier verpflichtet, also zum Beispiel Geldwertstabilität und so weiter, und gar nicht dem in den Befugnisraum des Präsidenten untergliedert. Also der Präsident kann zwar seine Meinung kundtun, das hat er auch schon öfters, dass er meinte, ja, Europa ist auf einem besseren Weg, man sollte Negativzinsen einführen und und. Aber da muss die Notenbank überhaupt nicht drauf hören. Sie sollte auch nicht drauf hören, meiner Ansicht nach, sonst würde sie sich ein Stück Unabhängigkeit, was sie sich über die geschichtliche Bildung der Notenbank erarbeitet hat. Ja, also da gibt es ja die Notenbanken der verschiedenen Bundesstaaten und so weiter, bis zur großen Notenbank, die übrigens nicht in New York dann sitzt, sondern den Hauptsitz in Washington hat. Auch das wissen viele nicht. Das wollte ich einfach mal mit einklingen lassen. Und deswegen gibt es hier keine Überschneidung zwischen Präsidentenwillen und Notenbankwillen, auch wenn es manchmal in den Medien so rüberkommen mag. Richtig, entschuldige bitte, ich bin jetzt hier gerade noch mit dem Vorbereiten meiner Plattform beschäftigt. Ja, du willst natürlich dann auch entsprechend loslegen. Und ich denke mal, du hast dort den Euro, US-Dollar im Visier und, wenn ich nochmal orakeln darf, auch den Goldpreis. Kann das sein? Den Goldpreis, ich habe jetzt mir den Dow Jones in Euro-US-Dollar tatsächlich erstmal zurechtgelegt und bin jetzt noch dabei, mir den Goldpreis zurechtzulegen. Denn ich denke auch, der Goldpreis, aber auch nur aufgrund dessen, dass er eh schon so volatil ist, dass er natürlich dann auch, es ist mit der volatilste Markt aktuell von diesen dreien, dass er dann eben entsprechend, wenn wirklich Reaktion kommt, auch interessant werden könnte. Ja, durchaus. Und vielleicht sehen wir vielleicht sogar die 2000 heute. Mal gucken. Aber ich denke, wie gesagt, ich rechne nicht mit viel Bewegung, aber wenn sie da käme, dann möchte ich natürlich vorbereitet sein und möchte hier dann eben auch schnell agieren können. Ja, also was die Notenbank auf alle Fälle tut, die Geldpolitik klar über die Zinsen vorgeben. Sie beaufsichtigt das Ganze, also sie hat immer das Inflationsziel hier im Auge letzten Endes. Deswegen sind auch die Wirtschaftsdaten so wichtig für die Notenbank, die das Ganze hier dann entsprechend deutet. Und sie reguliert auch die Banken, also diese ganzen Stresstests und so weiter, die für die Stabilität des Finanzsystems wichtig sind. Die stehen unter der Aufsicht der Notenbank. Deswegen ist die Notenbank quasi so wichtig und die Fed muss dann letzten Endes nicht dem Präsidenten hier Rede und Antwort stehen, sondern einmal den Journalisten natürlich in der Pressekonferenz ab 20:30 Uhr und dann natürlich den Kongress der Vereinigten Staaten. Deswegen gibt es auch öfters so viele Reden von dem Jerome Powell, der dann vor dem Kongress steht. Also das ist nicht einfach nur, dass er da mal zu Besuch kommt, sondern er muss die Aktivitäten offenlegen, die die Notenbank hier quasi in den USA vollzieht. Und er muss die Pläne der Geldpolitik darlegen. Und dann gibt es oftmals eine
Abstimmung, zum Beispiel bei den ganzen Rettungspaketen. Also das ist dann eine sogenannte konzertierte Aktion, also dass quasi Politik und Wirtschaft oder Notenbank und Politik Hand in Hand gehen. Da stimmen sie sich schon vorher ab, aber es ist nicht so, dass die Politik hier der Notenbank quasi vorgibt, was zu tun ist. Ja, und es gibt natürlich auch Tagesgeschäfte in den einzelnen Unterkategorien der Notenbank, also in den einzelnen Divisionen, wie es so schön heißt. Und das Ganze wird dann nach oben reportet, wie heißt das Ganze, konkludiert, nein, zusammengefügt. Jetzt hat mir das englische Wort gefehlt. Und dann natürlich entsprechend reportet. Und 20 Uhr, also in einer Minute, soll quasi die Entscheidung vollzogen werden. Die Notenbank selbst tagt heute seit 18 Uhr unserer Zeit, also seit 2 Stunden, müsste also jetzt auch fertig sein mit ihrer Entscheidungsfindung. Dann sind wir natürlich gespannt, was hier quasi vollzogen wird und ob es auch eine Bewegung an der Börse gibt. Und du sagtest ja schon, du erwartest da nicht viel. Ich erwarte auch nicht extrem viel, aber wir schauen trotzdem natürlich, was sich hier tut. Wir möchten das hier live kommentieren und möchten das Ganze auch idealerweise, wenn es denn möglich ist, handeln. Genau. Und So, ich habe also ein, ja, es geht schon ist los. Wenn du es hast, sag's gerne. unverändert. Wir sehen ja auch, dass kaum Bewegung kommt. Dow Jones kommt jetzt ein bisschen nach oben. Also Benchmark Interest Rate unchanged, Target Range ist also bei 0 bis 0,25, also unverändert. Ja. Nichts passiert. Okay. Also ich habe hier im DAX noch einen kleinen Short drin. Es hat ja hier zweimal diesen Anlauf gegeben, die 60 zu überschreiten. Und das sind für mich ja immer so schöne Setups, wo es Rückschläge gibt, wo ich dann in den Markt reinkomme. Die Position werde ich jetzt auch hier mit einem Stopp im Gewinn quasi nachziehen und den Xetra DAX hier erstmal rausnehmen. Den können wir uns später vielleicht nochmal anschauen, denn viel, viel wichtiger ist natürlich hier der Dow Jones und der hatte einen kurzen Peak gezeigt auf der Oberseite und jetzt geht das Ganze leicht südwärts, aber im Grunde genommen sind wir noch im Plus, also 0,3% ungefähr. Da ist nicht viel angebrannt, wenn man das so schön sagt. Und diesen Weg zur Notenbank hier quasi mit dem Peak ein neues Tageshoch zeichnete, den möchte ich mir hier markieren. Das ist für mich quasi der erste Dreh- und Angelpunkt, wenn der überschritten wird, dass man hier noch einmal auf den Markt aufspringt. Und ansonsten auf der Unterseite sehen wir jetzt gerade wie die ersten schüchternen Aufwärtstrendlinien, wie man sie hier einzeichnen, brechen, dass man nach unten geht. Aber wer die letzten Notenbank-Events verfolgt hat, hier im Live-Trading dabei war, wird vielleicht noch in Erinnerung haben, dass der Markt dann erstmal nach diesen ersten ein, zwei Kerzen relativ orientierungslos zur Seite läuft. Also dass es selten einen Trend gibt, der gleich 20 Uhr startet und dann weiterläuft bis 22 Uhr. Das geschieht in der Regel ja nur, wenn es hier auch eine entsprechende Meldung dazu gibt, also eine Veröffentlichung, eine Zinsänderung, will ich wohl meinen. Und das gibt es eben nicht. Also die Fed belässt den Leitzins, wie erwartet, bei 0,25% und verlängert die Dollarlines, die Repo-Fazilitäten für internationale Zentralbanken bis zum 31. März 2021. Also da wird quasi die Linie jetzt beibehalten und so nach und nach sickern dann quasi die ganzen Ergebnisse, die aus der FED-Sitzung hervorgegangen sind, über die Ticker, die wir hier auch live kommentieren möchten. Doch die richtigen Knaller, die kommen vielleicht erst, wenn die Pressekonferenz eingeleitet wird und ein Journalist eine kritische Frage stellt. Wenn du jetzt Journalist wärst, Markus, hättest du eine Frage an den Jerome Powell oder würdest du einfach nur lauschen und mit einem Pager in Reihe 4 sitzen und damit traden? Naja, wichtig ist ja immer noch, wie im Prinzip die Fed zu der aktuellen Situation steht und inwiefern sie eventuelle Programme noch gegebenenfalls ausbauen. Weil das, was jetzt aktuell quasi ja schon vor oder was aktuell schon passiert, ist ja eine enorme Stütze. Ja? Und die Frage ist, selbst wenn jetzt hier diese enorme Stütze nochmals eine Nuance ausgebaut wird, ob das dann auch immer noch zu so enormen positiven Denken führt. Ja. Gegebenenfalls hat die Fed, vorsichtig gesagt, auch ihr Pulver vielleicht schon so ein bisschen für die Märkte verschossen. Ob vielleicht jetzt oder gegebenenfalls
grob spekuliert, muss ich wirklich sagen, selbst wenn jetzt Veränderungen kommen in der Denkweise, ob es dann immer noch zu so gravierenden Bewegungen führt, wie es noch vor so ein paar Wochen der Fall war, wage ich grundsätzlich sowieso zu bezweifeln. Klar, kurzfristig ja, aber ob das eben immer noch, schaut mal, wir sind da jetzt von den Tiefs wirklich enorm nach oben gelaufen und natürlich unter anderem geschuldet der Zentralbanken, die hier gesagt haben, macht euch mal keine Gedanken, wir sind da. Ne? Das haben sie jetzt aber auch schon ein paar Mal gesagt und dieser Effekt verpufft natürlich irgendwann mal. Die Frage ist, wann verpufft er gegebenenfalls komplett? Ja? Und weil ich bekam jetzt kürzlich auch die Frage, ja, Mensch, ist so alles ganz klar, der Dow Jones, S&P, die werden alle neue Allzeithochs sehen und wir sehen auch, zog die 30.000 im Dow Jones und wir können eben durchaus bis auf 40.000 laufen, zeitnah. Sag ich, da würde ich aber mal vorsichtig die Luft anhalten bei so einer Behauptung beziehungsweise bei so einer Annahme. Sicherlich ist alles positiv gelenkt. Die Zentralbanken pumpen nun mal dieses Geld hinein, aber schlussendlich ist es nicht nur das Geld, sondern auch das Denken der Marktteilnehmer. Und wenn die eben doch erstmal wieder so ein bisschen kalte Füße bekommen, Feuchte Füße klingt auch gut. weiß ich nicht, ob der Effekt der Zentralbanken da wirklich am Ende noch ausreicht. Ne? Gut, aber das ist so, ja, vorsichtig mal so ein Gedankenanstoß, den ich mir sehr selbst gemacht habe. Und ja, von daher eine direkte Frage hätte ich da nicht, aber da werden Sie sich sowieso in der Beantwortung immer sehr, sehr zurückhalten. Was auch spannend ist, so als Fed-Chef, wie gehalten man verdient so viel als Fed, ähnlich wie als Bundeskanzlerin, Frau Merkel. Viele sagen ja, oh, so ein Job, ein Hubschrauber von A nach B fliegen und im Mittelstreifen von irgendwelchen Meetings im Mittelpunkt, das ist doch toll, man verdient auch einen Haufen Geld. Nee, ist nicht. Also das ist weder toll für Zeit, eher den Zeiteinsatz, den man da quasi bringen muss, schon noch für die Verantwortung. Wenn man dann noch für ein Gehalt man dafür kriegt, gibt es viel mehr andere Jobs, wo man vermutlich mit weniger Stress genauso viel verdient oder mehr. Also ich hatte es irgendwie noch nie mal, dass der Fed-Chef irgendwie bekommt, dass man nicht mehr als darin zumindest. Ganz kurz nochmal, bei mir ist der Ton relativ schlecht von dir, Andreas. Weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. Martina schreibt, oh, du hast eine, ja, Ton ist etwas abgehabt. Hast du jetzt noch irgendwie was laufen, Andreas, was man vielleicht ausmachen könnte oder so? Nur die ganzen Charts an. Ja, ist relativ abgehackt, der Ton. Aber gut, versuchen wir langsam Du weiterzumachen. hörst mich auch abgehackt. Ton Ja? schlecht. Seit Anfang an oder jetzt erst die letzten 3 Minuten? Naja. Am Anfang war es ein bisschen besser, aber die letzten Minuten war schon so jedes zweite Wort weg. Dann bin ich leise jetzt. Oder langsamer Nein. reden. Ja, vermutlich. Vielleicht mache ich auch Dann noch ein, geht's zwei Charts nicht. zu. Man muss ja nicht alles hier im Vordergrund haben. Also, wir hatten uns Gold angeschaut und zwar im letzten Webinar am Montag war das, 15:30 Uhr nachmittags haben wir uns auf Gold mal fokussiert gehabt. Da war ein Aufwärtstrend, eine Aufwärtstrendlinie zu sehen im Goldpreis, die ich hier immer noch im Chartbild habe. Die ist jetzt ein Stück weit mal kurz gebrochen worden. Das war der Dienstag. Wieder rückerobert und jetzt sind wir wieder über dieser Linie. Und wenn man der Linie folgt, dann ist es eine Frage der Zeit, bis wir an die 2000 andocken im Gold. Und es ist ein bisschen verwunderlich, dass der Aktienmarkt ebenso fest ist wie der Goldmarkt, weil ja oftmals ein Markt eine Korrelation aufweist zum anderen. Aber im Moment steigen halt alle Assetklassen. Ist das auch so ein bisschen der Fed ihr Problem, die sie hat, wenn alles steigt? Weil irgendwann muss ja auch dieses Kapital wieder aus dem Markt rausgelenkt werden, oder? Grundsätzlich ist es natürlich so. Wir hatten ja kurzzeitig mal beobachtet, dass wir schon die eigentlich bekannte negative Korrelation zwischen Gold und den US-Indizes eventuell wieder bekommen könnten. Es ist ja aktuell so, jetzt aktuell steigt beides, ja, aber wir haben zwischendurch ja immer mal so wenigstens Anläufe, dass der Goldpreis eben teilweise dann sogar mal fiel. Ja, das hat sich jetzt wieder komplett aufgelöst. Wir haben alles am Steigen, aber ich denke, dass früher oder später der ein oder andere Markt, entweder eben die Indizes oder eben der Goldpreis schon zurückkommt. Und dann tja, muss man mal sehen, das ist sowieso ein Problem. Wie will man diese extreme Summe an Geld eben aus den Märkten hinausziehen? Ich denke, am Ende geht es nur über Inflation oder Ähnlichem. Ne? Gut.
Ja. Ja, das wäre natürlich nicht schön für die Sparer, wenn es hier über Inflation geht, aber vielleicht wird es der Weg sein. Da hast du vermutlich recht. Ja. Also es ist auf jeden Fall so ein naheliegender Weg, ne? Auch wenn die Zentralbanken das ja nicht sehen wollen oder eben immer ihre Vorstellungen der Inflation haben. Es ist ein großes Fragezeichen für viele, aber viele interessiert es auch aktuell nicht, ne? Die interessieren sich nicht dafür und ich muss zugeben, ich mich auch nicht. Früher oder später werden wir uns mit dem Problem beschäftigen müssen, aber ja, jetzt nicht, ne? Dann lieber Und später. ja, dann lieber wegschieben, ja. Und sich da Ja. der Situationen widmen, die sich da aktuell zeigen. Goldpreis steigt jetzt ein bisschen an, kommt jetzt gerade über das Hoch von heute Mittag rüber. Und läuft vielleicht sogar zu den Nachthochs da hoch oder zu den gestrigen Hochs. Nee, Nachthochs sind ja von gestern die Hochs dort. Sind jetzt hier gerade aus dieser, wir hatten ja heute Mittag mal im Stream im US Opening Bell quasi so einen Dreieckflagge Wimpel, wie auch immer, dort eingezeichnet. Und da sind wir jetzt schön nach oben ausgebrochen. Und jetzt geht es dort im Gold so ein bisschen los. Ich bin in der Tat am Überlegen, ob ich mir in irgendeiner Art und Weise mal die US-Märkte auf der Long-Seite schnappe. Aber wie du schon sagst, nicht selten ist es so, dass es bis 20:30 Uhr dann erstmal noch so ein bisschen eine Range gibt. Und ich würde jetzt nochmal schauen, ob wir vielleicht nochmal so in den 450er-Bereich zurückkommen. Und wenn wir dann dort nochmal wieder anfangen anzusteigen, würde ich da schon in der Tat mal einsteigen wollen. Bist ja wieder gerne derjenige, der das so genau umgedreht macht, ne? Der sich den antizyklischen Gedanken lieber schnappt. Genau. Ach, ich warte erstmal ab, bis es hier eine starke Bewegung gibt und dann gehe ich hier womöglich wieder kontra. Ja, dann geben wir uns die Klinke wieder in die Hand. Ja. Mal schauen, also wir sind natürlich so ein bisschen schwächelnd in den letzten Tagen, wobei der Dow Jones da schon so mit der schwächste Markt ist. Ne? Und es kam ja gerade auch die Frage, warum denn jetzt unbedingt der Dow Jones und nicht der S&P oder die Nasdaq? Es ist natürlich, es sind ja drei US-Indizes und alle drei sind natürlich irgendwo unterschiedlich. Aber wenn man mal grundsätzlich sich die Korrelationen anschaut, dann sind sie schon sehr, sehr stark miteinander korrelierend. Und wenn da der eine Markt Gas gibt, dann gibt auch in der Regel der zweite Markt Gas und auch der dritte Markt. Ja. Für mich ist es ja eben, ich habe mich halt irgendwann mal jetzt hier auch gerade im Zuge der CFDs dafür entschieden, den Dow Jones zu handeln, auch aufgrund dessen, dass er eine Zeit lang, wir reden ja hier von den letzten Jahren, auch mit der volatilste Markt war und Volatilität immer interessant ist für gerade fürs Daytrading, ja, der S&P. Der ist ja da eher so ein bisschen der behäbigere Markt, vielleicht ein bisschen interessanter wiederum für den einen oder anderen Zwinggedanken, weil er eben auch den einen oder anderen Schwung mal gegen eine Bewegung nicht ganz so mitmacht, so ganz so ausführlich. Also jeder Markt hat seine Vorteile, jeder Markt hat seine Nachteile. Aber man sollte eben nicht, in meinen Augen, nicht so ein Markthopping betreiben, ja, wo man dann eben heute den, morgen den, übermorgen den, weil in meinen Augen Märkte irgendwo so ihre Eigenheiten haben. Es ist wie die Frau oder den Mann zu Hause. Ne? Wenn ich eben einen neuen Partner habe, muss ich den erstmal kennenlernen. Und irgendwann kennt man so die Macken und die Verhaltensweisen. Wie verhält sich der Partner in der Situation? Wie verhält sich der Partner in der Situation? Und manchmal kann man den Partner quasi imitieren, weil man genau weiß, was der jetzt machen wird. Und dann ist der verwundert, dass man den so genau kennt. Und so ist es irgendwie auch mit den Märkten. Jeder Markt hat irgendwo so seine Eigenarten und es ist natürlich da in meinen Augen besser, sich da auf einen Markt, der die Grundkernpunkte eines für mich wichtigen oder richtigen Marktes erfüllt, ja, und das ist der Dow Jones, dann bleibe ich, egal was ich da habe, eben auch bei dem Markt und sage jetzt nicht, ach na, heute mache ich mal ein S&P und morgen mache ich die Nasdaq. Das ist jetzt hier im CFD-Bereich, so im Future-Bereich, handle ich schon auch den S&P immer nochmal. Aber hier habe ich mich irgendwann da auf den Dow Jones im Prinzip konzentriert und bleibe dann auch dabei. Ne? Warum auch nicht? Ich weiß, du hattest letztens einen Nasdaq-Trade, ne, Andreas? Kann das sein? Ja, das war Montag und ich hatte um die 10.620, 30 da zwei, dreimal versucht, Short zu gehen. Bin dann mit dem letzten reingekommen. Dann war das Webinar auch schon fast zu Ende und er lief im Nachgang dann tatsächlich noch unter das Eröffnungsniveau. Also genau das Ziel hat dann 70, 80 Punkte abgegeben. Ich habe dann den Stopp nachgezogen, wie ich es immer gerne tue, und bin ausgestoppt worden zu einem späteren Zeitpunkt. Das war aber unter dem Strich genau das, was ich vorher mit den Anläufen beim Trading verloren hatte. Also kein Gewinn gemacht und manchmal ist es
halt so als Trader, dass man mehrere Anläufe braucht. Dann geht die Bewegung los und dann ist die Bewegung nur so weit fortgeschritten, dass man gerade diese Anfangsverluste wieder reinholt, aber nicht mehr. Und das ist dann ja ärgerlich schon, aber so spielt halt das Leben, das Trading Life. Genau, so ist es bei uns. Wir hatten es ja heute, wir hatten ja heute auch den Live-Trading-Room und ich hatte früh, meine ich, glaube ich, im Stream noch, da hatte ich schon mal einen Short-Versuch gewagt im DAX, der dann eben mit ausgehend war, aber in den Stop lief und dann hatten wir, ich glaube, im Live-Trading-Room haben wir den dann erst eröffnet, da haben wir dann nochmal fast auf Tageshochniveau nochmal einen Short reinbekommen, der dann auch erstmal sehr, sehr gut lief, auch erstmal sehr schön vorne war, aber du kennst mich ja, ich bin ja dann nicht derjenige, der dann nach 30, 40, 50 Punkten den Sack zumacht, sondern dann einfach den Stop nur nachzieht und ich konnte ihn auch insofern so weit nachziehen, dass der erste Trade quasi finanziert wurde und somit ging es mir heute und auch in den letzten Tagen jetzt bei diesem Gedümpel ähnlich, sodass sich meine Kapitalkurve eher seitwärts schiebt als steigend schiebt, aber dafür hat man eben in der vergangenen Handelswoche extrem gute Trades hinbekommen, da mit mehreren 100 Punkten im Dow Jones und von daher bin ich jetzt gar nicht böse, dass ich in solch einer Phase wie aktuell, wo die Indizes mal hoch, mal runter, irgendwie nicht so richtig in Fahrt kommen, dass ich durch die Phase wenigstens irgendwie so plus minus null durchrutsche und dann ist es ja bei dir im Prinzip genau das Gleiche und man wartet halt auf den Trade, der dann eben Geld bringt. Ne? Keiner weiß, welcher das ist. Man kann halt versuchen, mit einem Ziel zu arbeiten, aber gerade jetzt, wo der dritte Tag beziehungsweise schon der vierte im Xetra auf selbigem Niveau geschlossen hat, steigt ja die Wahrscheinlichkeit total an, dass es auch mal einen Ausbruch gibt. Und so ein Ausbruch ist ja in der Regel dann auch ein bisschen dynamischer. Und da möchte man einfach dabei sein. Und wenn man sich dagegen wehrt und denkt, diese Range von heute waren es im DAX 75 Punkte, ja, und vorgestern am Montag waren es genau 100, also das ist wirklich nichts. Wenn man dann denkt, okay, weil die Range so klein ist, gehe ich immer mit einem Take Profit von, weiß ich nicht, 20, 30 Punkten in den Markt und versuche rauszukommen, dann ärgert man sich vermutlich, wenn der Ausbruch geschieht. Also es ist dann besser, sich zurückzuhalten an solchen Tagen, wenn man auf einen Trend setzen möchte und dann erst aufspringt, wenn wirklich der Ausbruch erfolgt ist, als hier vorab quasi sich immer wieder eine blutige Nase zu holen. Ja, eine blutige Nase holen könnte sich der Nasdaq vielleicht, der ist ja jetzt an den Tageshochs, an den Eröffnungshochs gleich dran. Das wäre für mich dann als Contra-Trader, als Contrarian so ein Stück weit das Niveau, wo ich entsprechend short gehen würde und warte aber dennoch erstmal ab, was passiert. Beobachte die Einzelwerte, die den Index hoch und runter treiben. Da haben wir im Dow Jones ja gar nicht so viele Verlierer, also sind mehr Gewinner als Verlierer auf alle Fälle im Dow Jones ganz deutlich. Und da sind auch die Banken ganz vorne, also eine JP Morgan Chase, American Express und so weiter. Aber auch die Gesundheitswerte wieder, eine United Health Group ist ganz vorne, dann eine Pfizer wieder fast 1%, wieder eine Bank Goldman Sachs und so weiter. Also das alles ist auf der Gewinnerseite stark und auf der Verliererseite, was so ein bisschen belastet ist, immer noch Intel. Intel hat ja letzte Woche recht schwache Zahlen gemeldet. AMD hingegen, der Konkurrent, hat Top-Zahlen gemeldet. Die kam gestern Abend. Die Aktie ist schon 10% nach oben nach den Zahlen. Ja, also da war richtig gut was los, weil eben im Vorfeld gedacht wurde, ja, wenn Intel schlechte Zahlen meldet, und es hatte auch noch andere Chip-Hersteller die Tage schlechte Zahlen gemeldet, Infineon war auch ein bisschen Mitleidenschaft gezogen worden. Und dann, was macht AMD? Und AMD war besser als die Erwartung, hat auch die Prognose fürs Jahr nochmal nach oben angepasst und dann ging das Ding durch die Decke. So, und jetzt leitet quasi Intel weiter. AMD ist alles super, wobei AMD dieses Jahr ja schon 50% zugelegt hat. Also die Aktie ist auch nicht mehr so billig, muss man meinen. Und wer heute wieder richtig Kloppe kriegt, auf Deutsch gesagt, das ist die Boeing, die stellt ja so ein paar Modelle ein, ne? Ich glaube 737 und 747, diese Liner, diese schmalen Flugzeuge, die werden erstmal wenig bis gar nicht mehr produziert. Also sie werden auch nicht verkauft. Vor allen Dingen ist man in der Boeing an einem charttechnisch wichtigen Niveau. Ich habe es mir gerade mal aufgerufen. Wir haben ja jetzt hier wirklich eben ganz, ganz, ganz gravierend. Ich will es mal ganz kurz einblenden. Wir haben ja Zeit. Gerne. Moment, so. Du meinst die 160? Nee, 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 ja, wir sind jetzt an der 166 hier, ne? Oder? Ich habe doch die richtige Aktie, ja, müsste ich haben, ne? Und wir haben jetzt quasi hier jetzt dieses, ja, ich bin ja mal so Dreieck, Flagge, Wimpel, was auch immer das ist hier, ne? Man hat jetzt diesen Bereich und man haben ja hier jetzt schon einmal diesen Bereich getestet, hier auch nochmal knapp, ne? Und sind jetzt an diesem Bereich dran und wir haben vorher halt ja immer wieder fallende Hochs gehabt. Also da, wir sind wirklich damit auch jetzt wirklich an einem charttechnisch wichtigen Punkt und sollten wir nach unten rausknallen,
durchaus denkbar, dass das eben auch mit ein bisschen Schmackes vonstatten geht und dass wir hier schnell wieder in Richtung 115 rutschen könnten, ne? Auf der anderen Seite, wenn wir uns nach oben raus bewegen, was eben auch bedeutet, für solche Trading-Gedanken kann man immer mit recht kleinen Risiken arbeiten. Wenn wir wiederum nach oben rausgehen, dann ist es hier schon durchaus denkbar, dass vielleicht auch mal wieder so ein bisschen Action draufkommt, so wie wir es hier dann hatten, wo wir dann auch teilweise mal ein Gap auf der Aufwärtsseite bekommen und so. Aber ich würde jetzt hier auch vorsichtig sagen, dass wir vielleicht eben auch mal so ein bisschen Gefahr laufen, doch nochmal gen Süden zu laufen, auch wenn man gerade heute so einen schwachen Tag hat. Durchaus denkbar. Ich weiß nicht, wie du das siehst, so charttechnisch, aber ich würde hier schon sagen, der Bereich ist schon recht wichtig, ne? Der Bereich ist wichtig. Was mich erstaunt bei Boeing ist, dass es so viele negative Nachrichten gab und die Aktie dennoch relativ stabil dasteht. Also vor dem Hintergrund dieser ganzen Meldung hätte ich wirklich gedacht, das Ding steht viel tiefer. Also nicht erst heute, sondern auch schon vor Wochen. Aber die hält sich wirklich sehr, sehr gut. Die Boeing, vielleicht ist schon ein Weltuntergang eingepreist. Keine Ahnung. Auf alle Fälle tue ich mich schwer damit, hier auf der Short-Seite trotz dieser Meldung aktiv zu werden, sondern versuche dann erst aktiv zu werden, wenn es hier auch mal eine positive Meldung gibt, denn auf die warten irgendwie alle gefühlt. Und wenn die dann kommt, denke ich, dass eine Erleichterungsrallye stattfindet und dann wird das Ding auch, wenn es nicht nach unten stark will, überproportional wieder nach oben gehen. Genau, das wäre jetzt eben charttechnisch genau der Punkt, wenn wir hier ausbrechen, ne, aus dieser Trendlinie. Wenn man diesen Bereich jetzt hier mal betrachtet, dann könnte das hier eben durchaus schon ein wenig auch mit Schmackes vonstatten gehen. Auf jeden Fall sind es ja genau solche Situationen, die ich mir ganz gerne charttechnisch heraussuche. Vielmehr natürlich immer in den Indizes, das kennt ihr ja von mir, dass man sich so eigentlich in den volatilen Markt, ja, der hier immer unvolatiler wird und es eben in der Regel dann auch wirklich wahrscheinlich ist, dass wir dann mal einen Ausbruch bekommen, der dann wieder in die normale volatile Phase zurückkehrt. Und das ist eben jetzt hier solch Phasen, natürlich auch diese Abwärtsbewegung. Ja, das ist hier eben, wenn wir uns das mal in der Vergangenheit anschauen, immer wenn der Markt irgendwie mal eine Zeit lang so ein bisschen tendenzlos war, dann kam danach auf einmal eine stärkere Bewegung. Tendenzlosigkeit, stärkere Bewegung. Ja. Und das ist in der Aktie so, das ist in vielen Märkten so. Ne? Dann haben wir Tendenzlosigkeit, starke Bewegung. Ne? Tendenzlosigkeit, stärkere Bewegung. Und jetzt haben wir hier wieder so eine Tendenzlosigkeit, stärkere Bewegung oder eben nach oben. Ne? Nach oben, nach unten, keine Ahnung. Somit würde ich mich auch hier eigentlich einfach von der Situation leiten lassen. Aber das ist so eine Idee, die mir jetzt kommt, wenn ich mir den Chart anschaue. Ja. Ne? So, gehen wir nochmal über die Märkte rüber. Dow Jones hängt da noch fest. Ja, Gold ist gut nach oben gekommen. Habe ich wirklich so ein bisschen verpeilt. Das ging so schnell. Ich habe hier in dem Bereich wirklich überlegt, ne, wir hatten uns das heute Morgen oder in der US Opening Bell zurechtgelegt, diese sich zusammenziehende Schwankungsamplitude. Und jetzt sind wir hier nochmal reingelaufen. Ja, und aber das ging wirklich so, da habe ich, ja, hab ich einfach nicht gemacht. Und dann ging es so schnell nach oben. Jetzt will ich da auch erstmal hier einsteigen, mal gucken, ob wir nochmal so ein Stück weit zurückkommen. Vielleicht haben wir dann noch mehr in diesem Bereich um die Marke Pi mal Daumen so 60, vielleicht nochmal die Möglichkeit hier einen Long Trade zu generieren. Ja, ich mache erstmal wieder deinen Bildschirm. Bei mir ist aber auch nichts passiert. Ja. Aber gerne, können wir gerne machen, können vielleicht auch nochmal in den Nasdaq reinschauen, was denn da passiert ist. Da ist PayPal Holdings einer der Tagesgewinner, also auch wieder ein Bankenwert. Baidu, ja, kennt man auch auf alle Fälle. Und diese Aktie, die mir vorhin nicht eingefallen ist, aus dem Chipsektor, die dafür verantwortlich war, dass auch Infineon ein bisschen gelitten hatte am Dienstag, und zwar NXP Semiconductors. Und die sind heute um 3,5% gestiegen. Also im Fahrwasser von AMD dann doch wieder ein Stück weit erholt. Und auf der Negativseite, Intel hatte ich ja schon genannt, Biogen und Gilead Sciences. Also hier ein Wert, der auch bei den Corona-Medikamenten-Fans immer mal wieder auf der Agenda steht. Genau, ne, ich beschäftige mich ja mit den Einzelwerten immer sehr, sehr wenig. Da bist du ja doch immer ein bisschen firmer als ich, der da auch immer mal raufschaut oder auch die Auswertungen sich dazu anschaut. Das ist mir ja immer nicht ganz so wichtig quasi. Ja, man muss ja Ja. nicht alles im Blick haben. Das ist auch das Schöne an so einem Trading-Netzwerk. Und da möchte ich auch jeden, der hier heute dabei ist, bekräftigen, ein Netzwerk aufzubauen, also sich zu unterhalten, zu chatten,
in einer Community sich anzumelden, Börsenstammtische mit Mundschutz natürlich zu besuchen oder einfach auch sich im Webinar hier mit uns auszutauschen, weil nämlich 4 Augen mehr sehen als 2. Ganz einfaches Prinzip. Ich habe zum Beispiel auch einen kleinen Messenger installiert und der sagt mir dann auch gerne mal ein Kollege oder über WhatsApp, schau doch mal bei Silber ist was passiert. Das war am Dienstagvormittag und das Silber tatsächlich von $26 auf 23 binnen weniger Minuten nach unten weggesackt. Also über 15% im Minus Silber auf einmal. Das war schon Wahnsinn und da wäre ich nie drauf gekommen, weil ich Silber mir nicht anschaue. Und mir war aber dann insgesamt die Veranstaltung zu volatil, als dass ich hier eingegriffen hätte. Aber trotzdem ist es interessant. Ich beobachte zum Beispiel auch nicht den Bund Future, habe aber einen Kollegen, der den rauf und runter tradet und kann mich ganz gut darauf verlassen, dass wenn da wirklich was Wildes passiert, dass er mich informiert. Und genauso informiere ich ihn natürlich, wenn im DAX was Wildes passiert. Ja, im DAX passiert dasselbe wie hier beim Dow Jones und Nasdaq. Er geht nach oben mit. Ich habe ja hier noch eine kleine Position im DAX. Da ist der Stopp aber jetzt im Gewinn schon gezogen. Also da dürfte gar nichts mehr anbrennen technisch, wenn ich ausgestoppt werde. Dann war es eben so, war eine nette Chance, nochmal hier zum Tagestief nach unten zu kommen, beziehungsweise zum Vortagestief wäre mein Ziel gewesen, also die 12.750. Auch das kann ich hier nochmal einzeichnen. Also hier hätte ich ihn gerne gesehen von der Position her. Vielleicht kommt es noch, also ein paar Punkte habe ich ja noch Luft. Ich werde die Position jetzt nicht manuell rausnehmen. In 5 Minuten beginnt auch die Pressekonferenz, sondern werde eher versuchen, einen neuen Trade hier einzugehen in den US-Märkten, was das Hauptziel quasi dieser Veranstaltung hier auch ist. Was man noch wissen muss, ist parallel zur FED-Sitzung fand noch eine andere Veranstaltung statt. Vielleicht kommst du drauf, Markus. Weißt du das? Sag jetzt bitte nicht gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich sage erstmal lieber, dass ich jetzt gerade versuche, in den Dow Jones Long reinzukommen. Ja, Und vor den, zwar also wirklich vorwegnehmen, die Bewegung. Also, auf der nee. 85. Bin Mach aber noch du nicht das drin. mal. Bin noch nicht drin, habe auch nur 20 Punkte Risiko und die Positionsgröße etwas kleiner gewählt. Also so ein bisschen so make it or break it, dass der wirklich jetzt die Tageshochs rausnimmt und den ganzen Tag heute weiter so ein bisschen positiv betrachtet. Ich meine, wir sind eigentlich schon die komplette Kernsession größtenteils oberhalb des 22 Uhr Schlusskurses und ich versuche es einfach mal so mit 20 Punkten Risiko und mal schauen, wie sich das ergibt und bin erkämpft mit meinem Einstieg immer noch nicht drin, aber komm, noch ein Stück weit zurück. Na, noch eine Nuance. Jetzt bin ich Viel drin. wichtiger als wie viel dein Stopp beträgt, ist doch, wie viel Döner riskierst du? Wie viel Döner riskiere ich jetzt hier im Moment? Wenn man von einem Dönerpreis von 3 € ausgeht, dann sind es 3 Döner. Also wirklich nicht viel. Ja, Wirklich eine da kleine schon deine Portion. Familie wieder satt geworden einmal. Genau. Ja, was ist denn das andere Event? Ich reiche dir die Hand, ansonsten kläre ich auf, was hier parallel stattfindet. Kläre mal auf. Und zwar sind in USA vor dem Kongress auch hier die großen Internetkonzerne geladen worden, via Webcam natürlich. Also da wird wahrscheinlich ein Zoom-Meeting, nee, ich weiß nicht, ob Zoom da genutzt wird, aber da wird auf alle Fälle ein Meeting stattfinden und da ist der Apple-Chef hier zugegen. Der Mark Zuckerberg wird zugegen sein und dann noch der Google-Chef und der vierte im Bunde. Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Es liegt mir auf den Lippen. Es sind ja auf alle Fälle die 4 großen. Microsoft, oder was haben wir noch? Amazon, Jeff Bezos. Ach, der auch da mit dabei, ja? Ja, naja, seine Frau hat ja jetzt erstmal 1,4 Milliarden gespendet. Habe ich in der InTouch gelesen. Er hat ja auch genug, also seine Ex-Frau besser gesagt, hat ja auch einige Milliarden gekriegt. Aber Jeff Bezos als einer der reichsten Menschen der Welt oder überhaupt momentan der reichste, wenn ich das Ranking verfolgt habe, muss da auch Rede und Antwort stehen. Und es geht um die Macht dieser Konzerne. Und da hat der US-Kongress so ein bisschen oder die Wettbewerbsaufsicht hier so ein bisschen Auge drauf. Auf der anderen Seite müssen die natürlich auch bedenken, dass wenn sie die amerikanischen Großkonzerne und Großvorzeigeunternehmen schädigen, ja, und so ein Stück weit geiseln, wer gewinnt denn dann? Global wahrscheinlich wieder die Chinesen. Und das kann ja auch keiner wollen in Amerika. Also insofern denke ich, wird es eine milde Strafe, wenn überhaupt, geben. Erstmal ist ja die Anhörung. Und da geht es unter anderem darum, dass bei Amazon der Fall vorliegt, dass ja auch Drittanbieter auf der Market-Plattform ihre Produkte feilbieten können und Amazon aber die Daten auswertet. Wer
guckt drauf, wie lange überhaupt, wer kauft dann was, wenn er geguckt hat und wie Das lange er selbst geguckt anbieten, hat. Die Daten nutzen sie für sich selbst. Und das ist eben das Problem bei denen. Und bei Apple ist das Problem der App Store. Letzten Endes, wer darf da rein? Wie lange, was kostet das? Haben die Programmierer freien Zugang zu dem Code und. Und so hat halt jedes von denen, bei Google ist es die Suchergebnisse. Und so hat halt jedes dieser Unternehmen so also ein kleines Problemchen, mit dem er bei der US-Regierung aneckt. Und das wird jetzt gerade geklärt. Deswegen parallel zur Fed findet auch das statt. Also man sollte vielleicht auch auf die großen Tech-Werte hier schauen oder auf den Nasdaq, wo die natürlich gebündelt sind. Und dann kann man quasi sich ein Bild machen, wie die Verfassung dort in den im Verhörraum, möchte ich fast sagen, aber es ist ja eine Videokonferenz. Wer weiß, wie die stattfindet. Ich wäre da gerne mal einer, der sich auch zuschaltet und Fragen stellen kann. Fragen dürfen übrigens auch hier gestellt werden. Also hau die Fragen rein in den Chat, wenn ich das freundliche Du unter Tradern hier an jeden andienen darf. Was dich interessiert, wir besprechen alles. Wir besprechen auch Frisurtipps natürlich. Also auch was noch so in der InTouch stand. Ich bin ja da bestens informiert. Jetzt, wo das Kind von Lena Gerke da ist, gibt es auch die ersten Fotostrecken von zu Hause auf der Couch mit Stillkissen und so weiter und so fort. Also da bin ich gut gebrieft und ein ehrenwerter Ansprechpartner. Also ich bin auf deine Fragen gespannt. So, ich blende in der Zeit, wo ihr die wilden Fragen hier reinpostet, mal kurz eine Website ein, wo man durchaus die Pressekonferenz jetzt gleich live verfolgen könnte oder kann. Wer es machen möchte, für mich ist es im Prinzip auch nicht so interessant, denn wenn der Markt Reaktion zeigt, dann sieht man es schlussendlich am Markt. Und ich bin immer der Meinung, wenn man das jetzt versucht, für sich selbst auszuwerten, ist das, was die jetzt da sagen, gut oder schlecht. Dann muss man erstmal richtig gutes Englisch können, um das dann eben auch so schnell für sich selbst auszuwerten. Und meistens ist der Markt eh schneller, als man selbst denken kann. Von daher kann man das natürlich sich live anschauen. Googelt ganz einfach FOMC-Meeting live. Ja, dann kommt er bei Google da relativ zügig hin oder auf der Website federalreserve.gov/live-broadcast.htm. Das wäre die Website. Dort findet ihr das, dann könnt ihr euch das live anschauen. Könnt ihr den Jerome quasi dort auch sehen. Wir können ihn mal auf Play drücken, dann müsst ihr jetzt vorgehen. Da ist er. Ja, und jetzt spricht er dort auf diesem Meeting und dann kann man eben am Ende, ich mach's mal wieder leise, dann kann man am Ende quasi da dann eben auch Fragen stellen. Das kriegt man natürlich dann auch alles mit. Ne? Also das ist die ganze Sache live. Das möchte ich natürlich euch jetzt nicht antun, das hier die ganze Zeit zu tun. Aber der DAU läuft nach oben, das ist schon mal sehr, sehr schön. Und Ja, mach mal weg, der redet ja Englisch, da verstehst du ja nichts. genau. Also da muss ich zugeben, dass auch mir als derjenige, der eigentlich verhältnismäßig gutes Disco-Englisch spricht, ja, da auch so seine Schwierigkeiten hat, das wirklich eben vernünftig zu verstehen vom Kern her, ja, aber da habe selbst ich so ein bisschen meine Probleme mit, von daher brauche ich das gar nicht mehr anschauen. Aber ansonsten spreche ich eigentlich recht gutes Englisch. So, Hami schreibt jetzt, warum Long? Ja, weil der Tag heute erstmal Long ist und weil wir übergeordnet Long gehen wollen und weil wir grundsätzlich auch wieder oberhalb wichtiger Bereiche sind. Wir hatten uns das heute ja auch in der Marktvorbereitung grundsätzlich angeschaut, dass wir hier unten gerade mit dem Schlusskursniveau an diesem Tief hängen. Ein Durchbruch nach unten durchaus gefährlich hätte werden können. Aber wir sind quasi seit der Eröffnung heute Long. Ja, wir haben lediglich mal kurz das Gap nach unten geschlossen. Wir hatten heute quasi, Moment, also hier war die Eröffnung, 15:30 Uhr. Dann haben wir mal kurz das Gap zum 22 Uhr Schlusskurs getestet und seitdem sind wir in einer Bewegung steigender Hochs und steigender Tiefs erstmal grundsätzlich unterwegs. So. Und jetzt hatte ich hier so ein bisschen genau das, was jetzt passiert, so ein bisschen versucht zu antizipieren, dass wir hier durchgehen. Zusätzlich hat man dann hier auch nochmal, das ist nicht ganz so sauber schön, aber man hat hier nochmal so ein paar Trendlinien zeichnen können. Und ihr seht auch hier, dass ich so eine sich zusammenziehende Schwankungsamplitude mal gezeichnet hatte vor ein paar Tagen. Und da ist hier jetzt, wo wir gerade sind, der Mittelwert. Und wenn wir da durchgehen, dann kann sich das Ganze durchaus nach oben so ein bisschen beschleunigen. Ich hatte ja gesagt, dass ich das mit einem kleinen Risiko mache, dass ich jetzt auch anfange, dieses Risiko nachzuziehen. Und wenn es dann eben nach oben geht, dann verdiene ich Geld. Und wenn es eben wieder zurückkommt, verliere ich jetzt schon weniger. Und wenn es noch ein bisschen nach oben geht, verliere ich gar nichts mehr. Und
versuche hier einfach dem heutigen Tagestrend zu folgen. Ziel erstmal gestrige Tageshochs und idealerweise versucht sich der Markt ein wenig nach oben abzusetzen. Ja, und dann ist es vielleicht wieder ein Trade wie vergangene Handelswoche, wo wir dann eben auf der Oberseite mal schnell mit 200, 300 Punkten auch dann eben unterwegs sind. Gut, das wäre wenn dann erst der Start einer solchen Bewegung, aber why not? Aufwärtsbewegung ist auf jeden Fall erstmal noch aktiv. Du hast den Stopp schon nachgezogen, wenn ich das richtig gesehen habe, ja? Genau, ich habe den jetzt schon ein klein bisschen nachgezogen. Also jetzt habe ich irgendwie nur noch anderthalb Döner Risiko. Nein, es ist jetzt aktuell ja, 10 Euro oder 10 Dollar oder so, das ist nicht viel. Aber ich habe jetzt hier ja 0,5. Wir hatten vergangene Handelswoche im Dow Jones mit der Aufwärtsbewegung nur 0,6 an Positionsgröße. Das ist natürlich erstmal nicht viel. Aber man darf hier nicht vergessen, dass ich wirklich ja auch auf 200, 300 Punkte aus bin und dass dann eben solch eine Bewegung, wenn sie da so läuft, wie ich es mir vorstelle, auch trotzdem schnell aufs Konto mal 1,5% spülen kann, auch durchaus 2%, wie wir es dann auf der Abwärtsseite vergangene Handelswoche erwischt hatten. Ja, da hatte ich ja dann 2% Profit auf das Konto mit einem Trade mit kleiner Positionsgröße. Ja. Und jetzt sind wir natürlich hier eben in einem Umfeld, wo noch nicht alles so hundertprozentig klar ist. Ich würde mir schon durchaus überlegen, wenn diese Position läuft, vielleicht auch ins Laufen kommt, morgen vielleicht immer noch aktiv ist, dass ich mit dem morgigen Tag versuche dann, wenn es dann doch sich so ein bisschen nach oben auflöst, sogar dann eben in Richtung eine Pyramide zu denken. Ne? Aber da sind wir noch nicht. Wir sind noch relativ weit oben mit dem heutigen Long-Tendenz, auch an charttechnisch wichtigen Punkten. Schauen wir mal, ob sich das eventuell so zeigt, wie ich mir das denke. Oft passiert es nicht so. Das heißt, du würdest die Position auch über Nacht behalten? Ja, definitiv. Also wenn die läuft, dann ja. Haust du da den Stopp ein Stück weiter weg, weil erfahrungsgemäß ist es ja in der Nacht oftmals so, dass es da zu 100 Punkten Bewegungen kommt, die man frühs gar nicht mehr sieht. Also wenn ich mir den letzten Kurs anschaue, bevor ich quasi die Nachttischlampe ausknipse, dann ist es oftmals im Dow Jones derselbe Kurs wie morgens. Und über Nacht hat sich aber dennoch 100 Punkte Bewegung gezeigt im Dow Jones. Nee, das mache ich nicht. Also ich meine, man hat natürlich im Dow Jones, der ist ein bisschen illiquider, der Spread geht ein bisschen mehr auseinander. Aber wenn man hier dann, also schlussendlich eben, worauf ich hier abziele, dass wir dann idealerweise heute Abend schon 100 oder 150 Punkte höher stehen, dann sollte selbst eine Gegenbewegung von 100 Punkten der ganzen Sache nichts ausmachen. Was ich durchaus mache, ist, dass ich jetzt den Stop dann, wenn ich Break-Even bin, konservativ verwalte, also dass ich ihn dann wirklich, selbst wenn wir vielleicht 100 Punkte steigen sollten, dass ich ihn dann trotzdem auf dem Break-Even lasse und nicht wie sonst in der Kernhandelszeit dann anfangen würde nachzutrailen, sodass ich dann auf diesem Wege diesen Trade Raum gebe. Aber bis zum Break-Even-Punkt bin ich meistens ein bisschen aggressiver und ab dem Break-Even-Punkt lasse ich dem Markt dann Raum, versuche ihm Raum zu lassen, sodass solche Eventualitäten in der Nacht, obwohl der Kerntrend eben beibehalten wird, dass ich dann idealerweise nicht ausgestoppt werde. Aber wie gesagt, es passiert ja bei mir sehr, sehr häufig, dass ich ausgestoppt werde, ob das nun in der Nacht ist oder am Tage, ob das der Trade ist oder vielleicht auch irgendein anderer Trade, das weiß ich ja vorher nicht. Die Gedanken grob stehen und mal schauen, ob man jetzt hier das wenigstens bekommt im Gold. Sind wir weiterlaufen, das ist wirklich ein bisschen da ärgerlich. Also ich ärgere mich nicht häufig, da ärgere ich mich, dass ich da nicht drauf gegangen bin, weil das wäre genau das, was ich mir persönlich auch vorher so ein bisschen zurechtgelegt habe. Aber vielleicht kriegen wir es dafür im Dow Jones. Ja. Ich drücke dir die Daumen. Also die FED hat jetzt schon gesagt, der wirtschaftliche Pfad hängt signifikant vom Virus ab quasi und sie werden weiter mindestens den gegenwärtigen Umfang beibehalten. Also damit sind gemeint die Ankäufe, die sie hier tätigen. Also sie spülen ja wirklich jeden Monat Milliarden in den Markt und die Geldpolitik bleibt gleich. Die Bereitschaft für weitere Stimulus sind also letzten Endes gegeben und die Investitionen oder zeigen noch keine Erholung. Also das, was in den Markt reingepumpt wurde, hat noch nicht dazu geführt, dass die Wirtschaft auf eigenen Füßen steht, sondern sie sind immer noch quasi abhängig von der Notenbank und das scheint gerade den Markt so ein bisschen weiter nach oben zu helfen. Da hast du wirklich den richtigen Riecher bewiesen, wenn man das so sagen darf. Deine Nasdaq-Überlegung, aber die würdest du ja jetzt nicht umsetzen, ne? Weil ich glaube, der ist jetzt über den Punkt drüber weg. Ne?
Der ist über den Punkt drüber weg, der Nasdaq, und ich würde dann schauen, wo man hier quasi die nächste Schwelle hat, in die man kontra denken könnte, aber dadurch, dass es auch dynamisch mit einer Kerze drüber gegangen ist, ist es für mich erstmal die Idee gestorben, und dann schaue ich mir an einem höheren Kurs vielleicht an, wo das Ganze Sinn ergibt. Ich werde aber nicht aufspringen, das ist mir einfach schon. Ja, mir ist es zu weit gelaufen schon wieder. Also ich müsste ja dann den Stopp entsprechend unter diese Barriere setzen. Das sind jetzt aktuell 30 Punkte. Nestet ist mir einfach viel, viel zu viel. Und das ist aber das Schöne, ne? Du hattest die Idee, ja, aber hast sie nicht umgesetzt, weil eben dein Setup nicht hingehauen hat. Bei mir hat es hingehauen und ich bin mit dabei. Also du hast nichts verloren. Klar, du bist jetzt auch nicht long, aber das ist ja für mich immer das Wichtigste, dass man eben natürlich eben sich schon glücklich schätzt, wenn man manchmal sein Setup nicht so gemacht hat, weil einfach die Parameter dann nicht hundertprozentig hingehauen haben. Und wenn man natürlich hier mit Dynamik durchgeht durch so einen Bereich, dann ist das natürlich eben kein Punkt, den man unbedingt shorten sollte. Also entweder kleine Verluste oder idealerweise gar keine Verluste. Und jetzt schaut man mal, wo jetzt hier der nächste Punkt kommt. Er wäre für mich persönlich in der Nasdaq, wenn man da eventuell an einen Kontratrade denkt, wäre also ganz knapp vor der 700er-Marke. Aufgrund dessen, dass wir hier aus der Vergangenheit hier einen Tiefpunkt hatten, hier einen Tiefpunkt hatten, hier einen Tiefpunkt hatte und den Bereich dann eben exakt auch nochmal von der Unterseite getestet haben. Und das wäre so für mich der nächste Bereich, der da so interessant wäre, wenn man wirklich auf so eine Kontra Herangehensweise setzt, ja, dass wir hier nochmal so ein Stück weit nach oben kommen, so 30, in etwa so 30 Punkte in der Nasdaq, um dann vielleicht die Drehung zu bekommen. Weiß nicht, schaust du da dann auch hin, so auf so einen Bereich? Ich glaube ja, ne? Ja, da schaue ich auch hin, und ich habe jetzt tatsächlich mal einen reingeklickt um die 81 und den Stopp von 10 Punkten genommen, weil das quasi ein Bereich war, der hier am 27., also am Montag, mal kurz aufgelaufen war. Ich kann das auch gerne hier zeigen, und zwar ist das quasi mein Stopp hier an diesem kleinen Hoch, wo wir nochmal den Pullback hatten, also diese Abwärtstrendlinie, am Montag im Webinar besprochen. Dann gab es hier noch einen Aufwärtstrend, und da ist dann durchgebrochen, nochmal ein Pullback vollzogen, und genau an diesem Pullback lege ich jetzt quasi meinen. Und das war auch das, was wir hier vorne schon einmal hatten. Also wird das Ganze ein bisschen kleiner gezoomt auf den 1-Minuten-Chart zurückgebracht, sieht man natürlich, die Zone von vorhin ist einmal durchgerattert worden, und zwar mit so einer großen Kerze, dass ich sofort gesagt habe, nee, nehme ich Kontra, ist mir zu dynamisch, da warte ich erst auf eine nächste Schwelle, und wenn es nicht, dann diese 90, 92, wenn die auch nicht halten würde, dann wäre tatsächlich, wie du auch gesagt hast, der 10.700er Bereich für mich. Man kann das noch einjustieren, und sobald hier mal eine größere Kerze nach unten kommt oder zwei, drei rote, würde ich auch sofort den Stopp auf das Kaufniveau legen, weil man eben, es ist gegen den Trend. Also das ist jetzt so ein Counter-Trade, und da lasse ich nicht viel an Minus zu. Das sollte man nicht tun, erfahrungsgemäß, denn wenn man in so einen Trend quasi kontra geht und der Trend rennt einfach weiter, also im Zweifel geht es ja für den Trend, wie man so schön sagt, dann ist man ganz, ganz schnell viel Geld los am Kapitalmarkt, und davor muss man einfach das eigene Konto schützen. Für mich ist es dennoch immer aussichtsreicher, auf eine Gegenbewegung zu setzen, weil Gegenbewegungen oftmals schneller vollzogen werden als die Trendfortsetzung. Das ist das eine. Und das andere ist, Gegenbewegung hat man halt auch nah am Chart ein entsprechendes Level, an das man seine Stops legen kann. Ja, also da muss man nicht hier lange rumeiern und überlegen, wo setze ich denn jetzt, wo kommt denn jetzt mein Stopp hin, sondern man hat es vom Chart oder vom Risikomanagement her vorgegeben, und das sind eben bei mir hier im Nasdaq 10 Punkte, die ich riskiere, und wenn die geholt werden, dann. Genau, sehr schön. Und da ist es eben auch immer der Leitspruch, ne? Verluste klein halten, zeigt Andreas sehr, sehr gut, mit 10 Punkten. Und er zielt ja, oder du zielst dann auf 30, 40, 50 Punkte ab, ne? Sowas Ich um die würde Kante. darauf abzielen, dass wir wieder hier an den Bereich andocken, und das wären dann 30 Punkte, richtig? Genau, und dann hat man schnell ein 3:1 Chance-Risiko-Verhältnis. Das geht dann auch schon so in die Richtung, wie ich das ganz gerne handhabe. Und ja, also von daher
Ist das schon eine Idee, die man immer mal vorziehen kann? Ich würde auch mal ganz gerne nächste Woche, werde ich mir das vielleicht im Live-Trading-Room mal so ein bisschen als Thematik schnappen, wirklich mal auch die Konzentration so ein wenig auf so Counter-Trend-Strategien zu legen, solche Punkte herauszukristallisieren, wo das eventuell stattfinden kann. Und du hast völlig richtig, also völlig richtig, du hast völlig richtig, super Deutsch, du hast völlig recht, dass eben gerne Gegenbewegungen mitunter ein bisschen stärker stattfinden, beziehungsweise was wirklich, jetzt kommt da ein bisschen zum Laufen hier der Markt, ne, sehr schön. Mal selber erstmal kurz gucken, ja, wo wir jetzt hier aktuell rangieren. Jetzt kommen wir gerade ans gestrige Tageshoch. Ne, da liegen natürlich einige Stops für diejenigen, die jetzt auch gesagt haben, ah, der Markt wird fallen. Könnte sein, dass da der Markt durchaus auch nochmal so ein bisschen Schmackes bekommt. Und ich ziehe jetzt, hatte jetzt gerade noch den Stop schon mal nachgezogen, da hatte ich noch 5 Punkte Risiko. Jetzt ziehe ich allerdings lediglich den Stop so weit nach, dass ich so in etwa 5 Punkte im positiven Bereich liege oder 18 ist jetzt, Moment, schau ich nochmal kurz. 85 war der Einstieg, ich liege jetzt auf der 93. Kann auch sein, dass es jetzt schnell wieder nach unten kommt, da bin ich ausgestoppt, aber das ist genau das, was ich jetzt sehen wollte. Der Markt kommt nach oben, er kommt dynamisch nach oben, idealerweise bleibt er dort oben, läuft idealerweise in der Nacht weiter. Und jetzt lasse ich den Stop dort, wo er jetzt liegt. Er liegt jetzt 7 Punkte im Profit, würde bedeuten in der Nachtsession, wo der Spread ein bisschen nach oben geht, dass ich annähernd Break-Even rausfliege. Und wenn es dann nicht läuft, dann habe ich wieder einen Break-Even-Trade mehr, aber wenn das Ding jetzt anfängt zu laufen und wir sind jetzt hier gerade 70 Punkte vorne, dann ist der Morgen auch mal schnell wieder in Richtung der 26.700 oder 26.800 unterwegs. Und dann hat man hier mal wieder einen Trade, der idealerweise ein paar hundert Punkte bringen kann. Ob es dazu kommt, weiß ich nicht. Häufig ist es so, dass er dann eben auch wieder zurückkommt und nicht dann eben rausstoppt. Aber gut, dann ist es so, dann habe ich einen davon mehr auf der Uhr. Ne? Ja. Das klingt doch Und gut. Also ich habe es ja mittlerweile hier auch eingezeichnet, den Bereich, den du benannt hast auf der Tonspur, das Hoch da von gestern. Und es ist noch ein größerer Bereich. Ich schalte nochmal um. Und zwar hier gab es ja auch immer mal wieder Unterstützung, wobei das eher der Nachthandel war. Aber da ist halt was im Markt. Also man sieht das deutlich. Und deswegen mal schauen, ob er nochmal ranläuft. Er könnte charttechnisch korrigieren bis zu dieser Linie logischerweise und dann noch den neuen Anlauf wagen. Das ist natürlich für all diejenigen ärgerlich, die hier beim Bruch von dieser 26.510 reingegangen sind. Aber manchmal ist der Markt eben so gestrickt, beziehungsweise die Marktteilnehmer möchten dann immer noch solche Ausbruchsniveaus nochmal sehen und testen. Da muss man eben für sich entscheiden, ob man den engen Stopp lieber wählt oder ob man sagt, man geht eine Nummer sicher, ist auf der größeren Zeitebene unterwegs und lässt den Stopp hier dann unter dem Bereich, den wir dann ab 20 Uhr gesehen haben. Jetzt ist ja schon 20:46. Jetzt ist die Pressekonferenz zwar immer noch im Gange, aber die Märkte sollen sich so langsam beruhigen. Und man hat immer früher so gesagt, dass wenn die Konferenz zu Ende ist, sich dann die Investmentbanker so ein bisschen ihre Büros zurückziehen, kurz beraten im Meetingraum und danach geht dann in der letzten Handelsstunde nochmal eine Bewegung los. Also da bin ich wirklich gespannt, ob wir hier nochmal mehr Bewegung sehen. Denn auch insgesamt ist das für eine Notenbanksitzung, also diese 60 Punkte, nichts. Also wenn man das vergleicht mit historischen Notenbanksitzungen oder auch mit der letzten. Da hatte ich ja einen Short Trade im DAO, ich glaube, mit 120 Punkten abgeschlossen und den Stopp immer nett nachziehen dürfen. Das ist hier bisher noch nicht zu sehen, so eine starke Bewegung. Das ist alles irgendwie auf Sparflamme. genau, ganz kurz vielleicht nochmal der Blick auf, also nee, erstmal war die Frage, wo jetzt bei uns die Position zu sehen ist. Ich nehme nochmal ganz kurz meinen Bildschirm. Bei Andreas gibt es aktuell keine Position. Er hat es gerade mal kurz short versucht mit 10 Punkten, ist schnell ausgestoppt worden, deswegen ist da keine Position drin. Und bei mir sieht man das jetzt hier. Die blaue Linie ist der Einstieg, der Kaufeinstieg hier. Das ist dieser Bereich. Und die aktuell rote Linie, das ist der Stop, also der liegt jetzt aktuell schon im positiven Bereich. Und hier zeigt sich jetzt auch so ein bisschen der Vorteil von so einem Antizipieren von so Ausbrüchen. Wenn ich natürlich es vorwegnehme, dass der eventuell durch diese markanten Tagespunkte ausbricht nach oben, viele gehen natürlich hier erst rein. So, und was jetzt macht der Markt allerdings? Und das ist so der Nachteil von Breakout-Strategien, wenn man sie direkt per Breakout handelt, der kommt ganz gerne zurück in so Breakout-Niveaus und läuft dann richtig los, ne?
Führt dazu, dass man dann trotzdem vom Trade Management den Stop eigentlich schon auf dem Break-Even-Niveau haben muss oder vielleicht auch schon leicht im Profit ausgestoppt. Manchmal punktgenau und dann fängt der Markt an zu laufen. Und der Vorteil ist, wenn man eben diese Ausbrüche antizipiert, dass man dann, selbst wenn man den Stop locker im Profit hat, immer noch unter diesen Ausbruchsniveaus liegt, und selbst wenn der Markt bis dahin korrigiert, ist man zwar trotzdem, ist es knapp, aber sehr, sehr häufig wird man nicht ausgestoppt und man hätte vielleicht sogar hier dann nochmal die Möglichkeit, und das ist ja sogar für mich oft ein Punkt, wo ich erst anfange einzusteigen. Ich warte ja sehr, sehr häufig, wenn ich es nicht antizipiere, also nicht vorher einsteige, warte ich den Ausbruch ab, warte dann nochmal, dass dieses Ausbruchsniveau getestet wird, um dann erst einzusteigen, weil es sehr, sehr häufig ist, dass das so passiert und die Kernbewegung dann erst im zweiten Anlauf sozusagen stattfindet. Und von daher ist das jetzt, ja, ich finde jetzt die eine recht gute Grundvoraussetzung. Frage ist jetzt hier im Gold, ob man jetzt wirklich, ob wir heute noch die 2000 sehen. Das wäre natürlich spannend. Wir sind wirklich mit Momentum jetzt unterwegs. Wir sind jetzt, wenn man eben auf den Stundenchart schaut, kurz vor den All-Time-Highs. Ja, und jetzt sind wir gleich, ne, kann man ja sehen, hier, das sind die All-Time-Highs. So ziehen wir es nochmal zusammen. Sind da wirklich gleich am Rüberlaufen. Und sind damit dann die All-Time, also die aktuellen All-Time-Highs sind ja so im Bereich 80, und sind ja nur noch $20 weg von der 2000er-Marke. Und wenn man sich die aktuelle Bewegung anschaut, sind wir hier aus der 60 kommend, sind also jetzt gerade schon $20 gelaufen. Und es fehlt nochmal so eine Kerze zu der historischen Marke von $2000. Und so wie ich das jetzt beurteile, es ist auf jeden Fall nicht unrealistisch, dass das zeitnah noch passieren könnte. Ja, Du kannst gucken. auch den Euro-US-Dollar noch mal kurz ins Bild rücken. Gerne, Der gerne. ist ja bei der 1,18 jetzt gewesen. Ist ja auch spannend. Genau, wobei ich hier den nächsten Widerstand nicht an der 18 habe, sondern an der 18,20. Und wir hatten in der Vergangenheit gesehen, dass die Bereiche, die ich dort hier so immer so drin hatte, so 17,30, die 16,25, das ich auch immer recht gut als Widerstände darstellten. Und als nächstes kommt für mich jetzt erstmal der Bereich 18,20 so als nächster kleiner Widerstand. Wir sind natürlich sauber in der Aufwärtsbewegung. Also die Widerstände heißen für mich jetzt nicht Shorten, sondern einfach gelten als realistische Zielbereiche. Und gleiches galt ja auch für den britischen Pfund, den wir uns immer wieder angeschaut haben. Der ist jetzt an der 1,30, eine sehr, sehr markante Marke. Und ich hatte mal auch immer wieder gesagt, Mensch, das Ding läuft long, wer es hat laufen lassen und wenn nicht, dann eben schauen, dass man irgendwo Einstiege findet, denn der läuft ja in der Regel etwas volatiler als sogar der Euro-US-Dollar, wobei im Euro-US-Dollar die Volatilität natürlich auch zugenommen hat. Ich muss zugeben, dass ich in den Commodities wie auch in den Währungen wirklich in den letzten Wochen so ein bisschen die Setups teilweise verschlafen habe oder eben auch gar nicht im Euro-US-Dollar von so einer enormen Stärke ausging. Ich bin von der Stärke ausgegangen, aber eben auch immer in meinen Einstiegsgedanken davon, dass wir wenigstens ein bisschen mehr konsolidieren, ja, dass wir hier in so einen Bereichen so ein bisschen, Moment, so ein bisschen mehr zurückkommen, um dann entsprechend einzusteigen, führte einfach dazu, dass ich wirklich so viel nichts gemacht habe. Gold haben wir ein paar Sachen gemacht, aber in den Währungen ist wirklich sehr wenig passiert, obwohl der Markt so, so sauber und super läuft. Das hab ich wirklich ein bisschen verschlafen und von daher bin ich froh, dass ich zumindest in den Indizes dann ein paar gute Trades generieren habe können. Ansonsten wäre es umso ärgerlicher, dass man hier die analysierte Richtung dann schlussendlich auch gar nicht als solche dann auch mitgenommen hat. Aber gut, so ist es halt jetzt Trading. Ne? Genau. Apropos Trading, da war noch eine Frage jetzt hier im Chat, woran man denn sieht, wo Einstieg und Stopp ist. Also man sieht den Stopp bei der roten Linie bei dir und bei der Genau, das hatte ich ja gerade schon blauen. angezeigt. Ja, Genau. genau. Dass man das auch So. im Griff hat. Das wäre mal ganz wichtig. Ja, und es schreibt auch noch jemand hier im Chat, der Ralf, dass Nasdaq vielleicht bei 10.700 einen Doppeltop bilden könnte. Durchaus möglich. Also wie gesagt, das hängt natürlich von den Schwergewichten ab. Also wenn man sich vor Augen hält, dass die 5, 6 Schwergewichte hier über 20% des Index ausmachen und denen Welches hier Doppel? massiv nach oben gepusht haben. Doppeltop sagt er, 10.700, nicht Intraday. Ja, wir sind in der Nasdaq und wir sind bei wie jetzt? ach Ich frage hier. ihn noch mal. Nee. Da. Nee, Wo war das? da, was? Kann die Nein, Nasdaq ach nee. vor Oh. Doppeltop bei 10.700 dann short gehen? Ralf, wo siehst du denn dabei sehen? Also wenn ich jetzt mal durchklicke, ich fange einen Minutenchart an. Da sind wir an der 700 knapp dran gewesen. Ne? Was meinst du jetzt hier mit Doppeltop? Meinst du jetzt auf Wenn wir jetzt nochmal Minutenbasis? rankommen, meint er, weil Wenn wir wir jetzt da hier einmal nochmal dran rankommen, waren.
Genau, das denke Um ich. dann, wenn er dann nach unten weggeht, eben Short zu gehen. Naja, das ist, wenn dann, auf jeden Fall ein sehr, sehr geringes. Schaut euch das mal an. Ne? Wir sind hier hochgelaufen. Ne? Sind wieder rangelaufen. Ist das jetzt ein Doppeltop? Marc kam zurück, kam wieder ran. Also auf Intraday-Basis, auf Minutenbasis wäre ich mit so. Also gut, wie gesagt, jeder kann das für sich selbst betrachten. Und es gibt sicherlich auch diejenigen, die dort eben gute Setups draus kreieren. Ich würde das jetzt nicht als Doppeltop persönlich sehen, wenn es so kommt, sondern wenn dann. Dass sich hier vielleicht eine kleine Range bildet oder ein Dreieck oder sowas und dass man dann sagt, okay, man schnappt sich das ganze Ding antizyklisch mal. Als Beispiel, wenn man jetzt hier wirklich über ein paar Minuten so ein bisschen eine Range bekommt, ja, vielleicht doppelt so lang, wie sie aktuell ist und dann brechen wir nach unten raus, dass man dann als Setup das als Setup nimmt und vielleicht ergibt sich dadurch dann auch so ein Doppeltop. Aber deswegen war ich gerade so verwundert, ja. Also wenn ich so einen Doppeltop betrachte und wo es für mich persönlich, ich weiß nicht, Andreas, ob du das anders siehst, also dann fängt das frühestens auf einem 30-Minuten-Chart an, wo man dann wirklich sagt, okay, wir kommen an einen Bereich, der da schon mal getestet worden ist und dann eben so ein Doppeltop ergeben könnte, welches es sich dann gegebenenfalls auch lohnt zu handeln. Aber wie gesagt, das ist ja von Stil zu Stil unterschiedlich und ich will den Gedanken dahinter vielleicht auch gar nicht als unmöglich betrachten. Andreas hat ihn ja sogar gehandelt, dass wir vielleicht da in diesem Bereich jetzt mal zurückkommen. Ich würde es nur persönlich für mich so ein bisschen anders handeln. Und jetzt kommen wir ja so ein bisschen nach unten raus, ne? Aber wir haben jetzt zum Beispiel hier keinen, das ist für mich kein Doppeltop, ne? Das ist einfach, wird jetzt ein tieferes Tief. Ja, es ist ja allgemein bei Chartformationen so, dass je höher die Zeit eben ist und so eine Chartformation auftaucht, desto größer ist auch die Relevanz, weil eben mehr Marktteilnehmer drauf schauen. Und das ist ähnlich wie mit einer Trendlinie. Trendlinie im Tickchart oder im Minutenchart hatte überhaupt nicht so eine starke Bedeutung wie jetzt im Stundenchart. Und deswegen muss man mit solchen Sachen halt immer vorsichtig sein, ob man da wirklich die klassischen Instrumente anlegen kann im Minutenchart, im Daytrading oder ob man da wirklich sich auf den Kursverlauf fokussiert und auf die Candles und dann die Intraday-Widerstände Unterstützung hier quasi zu Rate zieht. Das ist zumindest aus meiner Erfahrung heraus das, was mehr Sinn ergibt als die wildesten Formationen und vielleicht auch Indikatoren hier mit einzubauen. Ich bin jetzt auch nochmal short gegangen, weil ich bei der Nasdaq kein neues Verlaufshoch gesehen habe und bin beim Bruch des letzten hier auf einen fallenden Markt draufgegangen und beim Dow Jones jetzt auch. Ich blende das mal über, dass man das sieht. Genau. Und wenn man jetzt hier den Nasdaq sich ein bisschen größer zoomt, das ist jetzt kein Doppeltop, sondern das ist einfach, wenn man vom Trendverhalten, ich kann das nicht so schön einzeichnen wie du, kommt ja mal ein Hoch, ein Tief, ein höheres Hoch, ein höheres Tief, ein höheres Hoch, ein höheres Tief und dann kein Hoch mehr. Und dann ist für mich immer so der Punkt, na, wenn es ans Tief geht und bricht vielleicht, also jetzt so ganz, ganz einfach hier skizziert, dann zack, ist das für mich der Punkt, wo ich sage, das ist eine Abrisskante oder wie auch immer man das nennt. Und dann sollte das Ganze nochmal nach unten Feuer geben. Genau, das ist mein Setup hier im Nasdaq gewesen und den Stopp habe ich dann quasi hier draufgezogen, also vor das Tageshoch noch, also auch wieder einen engen Stopp von, wenn ich das hier richtig sehe, auch 10 Punkte, 9 Punkte. Und jetzt würde ich das Ganze hier auch auf die nächste Schwelle schon mal nachziehen, beziehungsweise schon auf den Bruch. Und mein Ziel, wie vorhin auch, ist natürlich, dass wir wieder auf das Ausbruchslevel zurückkommen, also auf die 55, 54, 53. Und da ich hier eingestiegen bin bei 84 und wir sind jetzt bei um die 60, da sind das so 20, 23, 24 Punkte, die ich vorne liege. Und damit habe ich den Verlust von vorhin, wo ich es schon einmal probiert hatte, in so eine Bewegung reinzukommen, quasi buchen. Buchmäßig wettgemacht. Jetzt muss der Markt natürlich das Ganze von einem Buchgewinn auch eher einen realen Gewinn umwandeln. Und das ist es eben erst, wenn man den Trade nach Hause gebracht hat. Also man kann viel orakeln, man kann sich viel freuen über einen laufenden Trade. Letzten Endes zählt der Kontoauszug und der wird ja dann immer erst entweder am Ende des Tages erstellt oder zumindest für den Trader, wenn der Trade hier absolviert und ins Trockene gebracht wurde. Jetzt waren wir schon bei 58 und hier unten überlege ich mir dann, wie gesagt, ob wir da durchschlagen oder nur aufschlagen. Und das war es dann schon. Der Dow Jones, ich wollte schon DAX sagen, ist hier übrigens genau auf diese Linie aufgeschlagen. Da hatte ich jetzt keinen Take-Profit drin. Hier war das Setup ähnlich. Ich mache das Ganze mal ein Stück größer. Hier war, ups, das war der falsche.
Hier war das Setup ähnlich, wenn nicht sogar baugleich. Auch hier im Trendverhalten ein neues Hoch und dann fehlte einfach die Kraft. Und so bin ich an der Position hier short gegangen und habe über diesen Hochs meinen Stopp positioniert, den ich jetzt auch nachziehen werde und zwar leicht im Gewinn, damit hier nichts anbrennt. Also bei beiden Trades ist das Risiko erstmal raus und es ist genau das eingetreten, wo du ein bisschen Angst vor hattest, beziehungsweise was du gesagt hattest, Markus, dass manchmal so ein Pullback nochmal in diese Ausbruchsregion zurückkommt. Das wäre ja hier im DAO geschehen, richtig? Genau, das ist genau das, was ich meinte, wo man jetzt, ich bin ja jetzt noch drin, ne, weil ich ja tiefer eingestiegen bin. Ist man allerdings per Breakout raus und wie gesagt, ich persönlich bin ja der Verfechter, und das machst du ja auch, man hat ja irgendwo so ein Trade-Management, dass man dann eben irgendwann den Stop auf Break-Even zieht und dann irgendwann vielleicht auch in den Profit zieht. Und wenn ich jetzt hier dadurch, dass auch selbst per Breakout wäre man ja schon gut vorne gewesen, und da bin ich dann eben auch der Verfechter, der dann sagt, man sollte dann, wenn man eben einen bestimmten Wert an Punkten vorne ist, auch im Verhältnis natürlich zum Risiko, dann sollte man eben auch wenigstens den Stop auf Break-Even ziehen oder vielleicht sogar an den Profit ziehen. Und jetzt, wenn dort oft gerne so ein Test kommt eines solchen Ausbruchsniveaus, dann ist man dann schon wieder ausgestoppt. Das heißt ja nicht, dass der Trade jetzt bei mir gut geht. Ich kann auch trotzdem ausgestoppt werden, wenn der Markt jetzt weiter nach unten fällt, was er ja aktuell auch gerade macht. Aber ich bin jetzt immer noch vom Stop 20 Punkte entfernt oder sowas, ne? 10, 5, 3, 25 Punkte entfernt. Nee, Quatsch. Moment, mal kurz gucken. Markus, Nee, Markus, ich muss dich schon wieder hedgen. Was ist denn da los? ja. Nein, das Gute ist, wir verdienen beide Geld, obwohl der eine Long, der andere Short ist, ne? Das stimmt. Und wenn du jetzt da rausgehst, verdienst du mehr als ich. Ja, allerdings, wenn der jetzt wieder nach oben dreht, verdiene ich mehr als du. Ne? Und das ist ja das Schöne, egal was man macht, nur dass wir natürlich mit einmal Countertrend und einmal prozyklisch eingestiegen sind jetzt hier in den Markt und gucken, wie Auch sich immer das der Ganze Messing. Oh, aus. er liebt mich. Ich So, habe jetzt ja. das Gefühl, ich habe einen Anruf gemacht. Blaues Hufeisen hasst den Hashtag. Wer kennt den Film? Kleine Umfrage. Wer kennt den Film, wo der Händler zum Journalisten sagte, blaues Hufeisen liebt Any Cold Steel? Mal sehen, wer es hat. Ich bin gespannt. Die Zeit läuft. Der gewinnt einen Döner mit uns zusammen. Essen hier in Also Berlin irgendwo. War? der gewinnt mit uns zusammen Döner essen, muss den aber bezahlen für uns, ne? Nein, War das nicht? Martina, falsch. Nicht Wolf of Wall Street, aber fast richtig. Ulrich hat's gewusst. Und der René. Wall Street. Und der Markus mit K natürlich. Wall Street, die Legende. Genau. Das war der Film. Und Dennis weiß es jetzt auch noch. Mensch, Michael Douglas. Ulrich weiß es auch. Nicht Michael Douglas ist im Chat, sondern der Ulrich hat geschrieben. Michael Douglas. Wunderbar. So, jetzt Ich kommt hier langsam bin rein da hier. raus. Ja, sehr gut. Ah, was machen wir denn jetzt hier mit der Position? Also erstmal den Stopp nachziehen, im Zweifel Gewinne sichern und Buchgewinn wäre jetzt hier im Nasdaq Stopp um nochmal die. nachziehen, ist gerade nicht mitgekommen, links. Oh, danke. Wäre hier um die 35 Punkte. Er ist jetzt hier tief rein. Das könnte natürlich auch ein Fake sein, so eine kleine Bärenfalle, weil er hier auch durch die Linie durch ist. Da muss man mal ein bisschen vorsichtig sein. Vielleicht hat auch der Jerome Powell nochmal was verlauten lassen, was hier über die Ticker von uns gar nicht beachtet wurde. Fett Paul, was hat er gesagt? Anzahl der Münzen steigt, aber Zirkulation ist zu einem Halt gekommen. Ah, also da wird ja wieder fleißig nicht nur Geld gedruckt, sondern da werden auch Münzen geprägt. Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass die Fed auf sowas schaut. Ich dachte, da geht es im Allgemeinen nur um die Geldmengen und. Aber dass sie wirklich auch die Münzen sich anschauen, das war mir neu. Habe ich wieder was gelernt? Ja, das ist es, das war mir auch noch nicht so. Papier wird knapp, muss man Münzen drücken, schreibt, also Papier wird knapp, Ja, schreibt Buch. Ja. wahrscheinlich. Beim Geld drucken, Wenn Papier der wird knapp. Regenwald geholzt ist und es gibt kein Papier mehr, dann wird es nur noch Münzen geben müssen. Genau. Sehr schön. Nee, das freut mich. Und genau das ist halt, ne, das ist schön, dass wir das so zeigen können. Das ist halt Trading, ne? Wenn man versucht, an markanten Punkten reinzukommen, und eben sich strategisch das Ganze aufbaut. Hier noch ein bisschen mit anderen Hintergedanken, denn schlussendlich war ich ja jetzt schon so weit vorne im positiven Bereich, wie der Andreas jetzt im positiven Bereich ist. Nur dass ich halt konservativer agiere, ne, und eben wirklich auf größere Bewegungen setze. Das führt recht häufig dazu, dass eben mir die Gewinne wieder abgenommen werden, beziehungsweise dass ich eben auch häufig ausgestoppt werde.
Aber schlussendlich wirklich dann gucke, dass ich auch richtig, richtig satte Gewinne mitnehmen kann. Und ja, von daher sehr schön, Andreas, jetzt hier diese Überlegung, da oben eben den Short-Gedanken reinzusetzen und jetzt hier eben so einen schönen Trade zu generieren. Ja, jetzt kommt es auf die Frage drauf an, oder auf die Bewegung drauf an, die wir in der letzten Stunde vollziehen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass in der Regel Pressekonferenz und so weiter, dann sitzen die Investmentbanker nochmal zusammen, trinken noch einen Kaffee oder wie auch immer sie sich aufputschen. Ich möchte da nicht zu sehr ins Detail gehen und kommen dann für die letzte Handelsstunde nochmal gestärkt in den Handelsraum. Und da gibt es oftmals eine Bewegung, die dann aber auch bis 22 Uhr durchgezogen wird. Wenn es jetzt die Bewegung ist, würde ich mich freuen. Ich werde aber auch den Stopp relativ nah an den Markt legen, damit hier das nicht sich als Bärenfalle entpuppt. Und das werde ich hier im Dow Jones jetzt auf diese letzte große Kerze machen, also auf die 26.500 und ein paar Punkte. Das wären dann immer noch um die 40 Punkte Profit. Und hier im Nasdaq ziehe ich jetzt auch gleich nach über diese Schwelle, die ich vorhin definiert hatte, und sichere mir damit quasi 23 Punkte erst einmal und mache mir Gedanken darüber, wo es hinlaufen könnte. Im Dow ist das ja ganz gut ersichtlich. Das wäre diese Kerze, die wir hier direkt zum Fed-Event 20 Uhr als die Nichtzinsentscheidung, oder es war ja eine Entscheidung, aber die Zinsen haben sich nicht geändert, vollzogen wurde. Also hier unten in den Bereich wäre das Ziel dieser Bewegung, dass wir hier nochmal rein plätschern. Die 26.450 und ungefähr, und da könnte man den Take Profit legen, je nach Dynamik, je nach Momentum. Die Kerzen werden allerdings ein bisschen größer jetzt mittlerweile, also das Momentum erhöht sich. Ich habe da keine ATR oder andere Indikatoren zunutze, sondern ich gucke mir da wirklich die Kerzen an, und wenn es einmal läuft, könnte es auch hier durchplätschern. Ja, und dann sind wir ja schon bald im Minus. Jetzt sind wir hier fast dran. Jetzt geht ja richtig noch was ab auf die späte Zeitzone hier. Man ist ja schon fast mental auf das Sandmännchen vorbereitet, und dann kommt sowas. Ich habe schon geschaut. Heute Oh, du hast gut. war Kalli war heute. Nein, meine Rainer Tochter ist. Kallmund. Ja, er hat abgenommen, habe ich gedacht. Rainer Kallmund beim Sandmännchen. So, nochmal nachgezogen den Stopp hier, und den ziehe ich auch nochmal eine Ecke nach. Und dann ist es diese Zone gewesen, wo wir aufgeschlagen sind als Ziel. Und die Frage, reicht das den Bären schon? Kommen sie nur mal kurz zurück, um dann noch weiter durchzupfeifen? Hätte ich kein Problem mit, fände ich okay. Wenn es wieder nach oben geht, ist auch okay. Hat man für den Abend was geholt, hat sich ein paar Döner für die Familie verdient, wie man so schön sagt. Also ich rechne das ja gerne um. Es ist auch nur ein Witz mit den Dönern. Also ich esse natürlich nicht jeden Tag Döner. Manchmal esse ich auch Halloumi. Oder eben. Döner macht schöner. Nein, ganz kurz vielleicht nochmal, bevor wir jetzt gleich aufhören. Wir sind ja schon nach 21 Uhr mittlerweile. Also wenn man sich jetzt das Ganze nochmal Revue passieren lässt, was ist denn jetzt eigentlich passiert dort im Dow Jones? Ich meine, wir sind nach der FED ein bisschen gestiegen und sind jetzt diese Strecke wieder zurückgefallen. Wir sind immer noch satt oberhalb des 22er Schlusskurses gestern. Also schlussendlich ist eigentlich wieder gar nichts passiert. Ja, und für den morgigen Tag wird es dann halt eben auch spannend. Bleiben wir jetzt stark, ne? Kommen wir jetzt hier wieder zu alten Höhen zurück, und dann wird es eben morgen wieder, startet der Trading-Tag wieder auf ein neues. Für mich war es dann heute sogar ein leichter positiver Tag, ja, aber wirklich nur mit ein paar Pünktchen. Also auch hier wieder ein, zwei Döner sind hängen geblieben. Ja. bei Aha. dir sind es ein paar mehr, mein lieber Andreas. Das freut mich. Steffen schreibt jetzt gerade, okay, da schaue ich gleich nochmal drauf. Das freut mich, und jetzt solltest du ja auch, muss ich gleich mal dich wieder einblenden, jetzt bist du Genau, hier Dow nicht. ist schon raus. Den Dow hat es schon rausgehauen, und der Ralf mit PH sagt, es war eben doch ein Doppeltop. Also wir wollen jetzt nicht technisch drüber streiten, ob das wirklich ein Doppeltop war. Also ganz, es war im Minutenchart, aber es war nicht jetzt genau auf derselben Linie, genau sauber. Und ich habe, wie gesagt, auch nicht die Doppeltop-mäßig hier drauf geschaut, sondern wirklich nach dem Trendverhalten mir die Verlaufshochs, ich weiß es immer nie, ob das S reinkommt oder nicht, Verlaufhochs geschaut und Verlaufstiefs. Und deswegen dieser Bruch hier war für mich maßgeblich für den Eingang des Trades. Und der Dow Jones ist schon ausgestoppt, wie gesagt, hier mit
55 Punkte. Der Nasdaq ist noch im Rennen und da wäre es schön für mich, wenn er nochmal hier auch die Tiefs einzieht bzw. durchbricht. Das wäre eine schöne Sache. Habe ich übrigens auch am Montag gedacht, dass er dann, als ich da gut dabei war, mit 80 Punkten sogar, weiter da unten durchläuft. Aber was ist passiert? Am späten Nachmittag hat sich das Ganze wieder erholt und ist wieder nach oben gelaufen. Also der Nasdaq ist auch irgendwie sehr, sehr stark auf Rebounds ausgerichtet. Und sobald da ein bisschen Schwäche reinkommt, so war es zumindest in den letzten Tagen und Wochen, kommen auch immer wieder Käufer hinzu, die sagen, ach, das ist so billig. Da ist so eine Zukunftsfantasie in den ganzen Unternehmen. Solange nicht jeder in Amerika einen Netflix-Account hat, kann das Unternehmen noch wachsen und so weiter. Also da kommen ja die wildesten Argumente, um die Aktien zu kaufen. Mir ist das alles schon ein Stück weit zu weit gelaufen. Deswegen bin ich jetzt eher in der momentanen Marktsituation, auch mit der abnehmenden Volatilität im Rücken, derjenige, der sagt, er sucht die Short-Seite und setzt darauf, dass hier an der Börse nochmal eine kleine Abwärtswelle eintritt. Ja, jetzt ist das auch raus. Insofern für mich war es das. Von mir aus kann man Feierabend machen, Markus. Machen wir auch. Gut. Dein Wunsch sei mir Befehl. Ja. Aber denk immer dran, du hast immer nur im Monat drei Wünsche, ja, und jetzt hast du schon einen verbraten. Ja, aber der Monat hat nur noch 2 Tage. Und warte, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, dass ich morgen um 10 mit dir ein Webinar machen darf. Und ich würde mich riesig darüber freuen, dass Ah, das Wunsch 2. passiert. So Andreas, ich machen wünsche wir's. dir einen schönen Abend. Wir wünschen euch allen einen schönen Abend. Hat uns gefreut, dass ihr so zahlreich mit dabei wart. Wir waren hier wirklich eine Riesentruppe. Und sehr, sehr viele Fragen. Wir haben versucht, alles zu beantworten. Oder ich habe dann eben auch der Andreas das ein oder andere, die ein oder andere Frage, den ein oder anderen Kommentar dann hier direkt beantwortet. Und ja, morgen um 10 vorher auf YouTube. Mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Und wir wünschen euch einen wunderbaren Abend. Euer Markus und Andreas, bis morgen. dann tschüss.